drei Punkte. Zwei Punkte jetzt vom letzten Spiel. Aber es war ja kein schlechtes Spiel heute. In der ersten Halbzeit 1-0, da sah ja alles gut aus. Aber dann kam der Schock mit dem Elfmeter, der war ja berechtigt. Zweite Halbzeit ja total zerfahren, da kann er gar kein Spiel mehr auf. Viele Unterbrechungen durch Fouls, Unterbrechungen bei den Schiedsrichtern. Aber da gab es ja ein paar Szenen, da kann man ja eigentlich schon mal drüber nachdenken. Ob das dann Sinn macht, ja, ich habe gerade schon ein Kollege gesagt, ich muss jetzt schon ein bisschen was mitmachen heute. Das ist nicht ein leichtes, zweites Spiel, aber insgesamt haben wir das auf die Bühne gebracht und ich glaube, alle drei Platzpreise waren berechtigt. Wir haben einfach unsere Liste verloren aber ab und zu falsche Richtung. Ja, ihr Torjäger, Niklas Bock, heute nicht erfolgreich. War das so geplant? Der Niklas ist auch, wenn er dann vielleicht nicht getroffen hat, heute trotzdem unheimlich wertvoll. Nächste Woche gegen Pinkstein dürfte eigentlich nichts anbrennen, aber wir haben noch einen Spaß, oder? Wir werden schon zur Not, wenn ich wieder die Stiefel spüren. Nein, wir werden nächste Woche eine gute Mannschaft auf den Platz bringen, aber wir müssen das Ding auch erstmal gewinnen nächste Woche. Wir sind noch abhängig davon, ob der Schuss Schmidt in der Bezirksliga bleibt, weil sie heute gespielt haben. Also von daher ist da noch gar nichts in trockenen Tüchern, sondern wir werden uns konzentrieren auf die Aufgabe.